Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Was ist denn hier los? Hier ist ja mega neblig. Okay, wir brauchen Brennholz. 100 Stück kriegen wir hier raus. Wir brauchen Eisen, wir brauchen Sand. Plus Sand, tatsächlich. Wir brauchen Sand und wir brauchen Eisen wieder. Wir müssen uns jetzt dann mal auf die Suche machen. Ich würde jetzt allerdings dann erstmal noch die Kreissäge fertig... Beziehungsweise, nee, machen wir nicht. Wir gehen jetzt einmal nach oben in der Hoffnung, dass wir da dann dementsprechend jetzt noch Eisen finden werden. Hm, das sind die Dinger. Okay, kriegen wir den... Wie viele sind das? Ich möchte mich mit denen jetzt nicht anlegen. Das kostet mich unnötig Energie, die ich nicht ausgeben will. Da ist noch Eisen. Sehr schön. Wir brauchen erstmal wieder neues Eisen, damit wir Eisen zusammenschmelzen können. Wir werden nämlich noch sehr, sehr viel Eisen brauchen. Oh, 5 Stück. Wenigstens kriegen wir ja relativ viel raus sogar. Wir bauen jetzt mal komplett ab. Kriegen auch rote Punkte, was sehr schön ist. Oh, hier ist schon wieder ein Durchgang versperrt. Wir müssen noch alle Durchgänge in dem ganzen Spiel aufmachen. Und allein das würde uns, glaube ich, schon eine kleine Ewigkeit kosten. Denn die müssen immer abgestürzt werden. Dazu brauchen wir auch Metall und so weiter und so fort. Ich kann das nicht entfernen. Ich kann das nicht entfernen. Alles klar, mein Freund. Dann halt nicht. Okay. Eisen haben wir jetzt erstmal wieder. Lass mir in Ruhe, mein Freund. Ich will nichts von euch. Dann will ich auch, oder wollt ihr auch nichts von mir? Wie ich diese Motten hier einfange, weiß ich nach wie vor leider nicht. Wir werden es aber definitiv herausfinden. So, was kriege ich eigentlich hier, wenn ich den Ofen... 90 nur. Tatsächlich, ich kriege am Ofen Stufe 2, kriege ich sogar mehr Eisen bzw. mehr Brennstoff raus. So, wir müssen hier noch 4 Bretter insgesamt fertigen für die Kreissäge. Mit der Kreissäge können wir einen Balken erstellen. Dann können wir so langsam was hier anfangen, nämlich auch den Tunnel freizuräumen und hier uns dementsprechend weiter auszubreiten. Was so ziemlich mein... Ja, ist mein nächstes Ziel erstmal. So, Kreissäge. Können wir die drehen? Ne, die geht wieder nicht zu drehen. Ich würde die allerdings, ja, wirklich hier hinbauen wollen. Ja, wir bauen mal Platzsparen. Wer weiß, was da noch alles kommt. Wir bauen mal die Kreissäge nach hier unten, auch wenn ich ein bisschen als außen rumrennen muss. Aber es geht noch halbwegs. So. Und dann können wir uns eigentlich schon wieder schlafen legen. Also, wir pennen extrem viel. Aber wir sind auch schon weit gekommen mittlerweile. Ah, das ersetzt den Sägebock hier hinten beispielsweise. Oh ne, oder? Komplexes Eisenstück kostet mich das Ding. Und ein Holzstück, 3 Holzbalken. Und extrem viel Energie. Cool. Sogar mit Animation, das ist cool. Okay, ich glaube, war es ein Holzbalken oder waren es 10 Holzbalken? Das kommt mal raus. Der kommt mal raus. Die kommen hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Wir müssen jetzt dann nochmal nachschauen, was wir alles brauchen. Ich würde jetzt allerdings dann wirklich erstmal anfangen wollen, den Weg da freizuräumen. So, das kommt mal alles hier rein. Die Äpfel geben 3 Energie. Die könnte ich sogar essen, wenn ich wollte. Kirchentag ist in 3 Tagen erst wieder. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay, wir haben die Kreissäge. Hier unten, meine Karotten sind noch am Wachsen. Die sind leider noch nicht so weit. Die werden erst am nächsten Tag soweit sein. Dann kann ich dem Esel mal wieder was geben. Dann kommen wir da weiter. Moment. Das kann ich eigentlich von hier auch machen. Denn hier ist prinzipiell das gleiche und es wird gleich kosten. Wir brauchen Eisenstücke. Und zwar einfache Eisenstücke, 4 Stück. Die kriegen wir noch zusammen. Dann können wir nämlich zu Schlange oder Schlango. Und der wird uns dann hoffentlich mit dem Schlüssel weiterhelfen können. Beziehungsweise von ihm kriegen wir auch das Siegel, mit dem wir dann unser Fleisch aus den Leichen verkaufen können. Wo renne ich denn hin? Wir brauchen einfache Eisenstücke. Und zwar 4 Stück waren es. Das heißt, müssen wir nochmal ein welche herstellen. Dafür würde jetzt die Energie, glaube ich, nicht mehr reichen. Ja. Das heißt, wir legen uns schnell schlafen. Stellen dann die Energie wieder her und dann haben wir den ersten Durchgang letztendlich auch freigeräumt. Wir nehmen den logischerweise in der Kirche und jetzt nicht irgendeinen, da mich das zu viel Energie kostet. Einmal aufstehen bitte. Wir müssen jetzt nicht die, den halben Tag noch verpennen. So, Metall ist fertig. Das haben wir. Rote Punkte, ganz wichtig einzusammeln. Eisen weiterhin herstellen. Okay. Dann ab in die Kirche den Durchgang freimachen, damit wir zur Schlange kommen. Schlange kommt immer an dem Tag hier. Oder? Doch, an dem Tag hier. Müsste er kommen, dann können wir ihn mal ausquetschen. Nämlich, mit ihm müssen wir nämlich reden. So, Gräber ist, glaube ich, auch so, stehen noch auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall. Und ein neues Gebet wollte ich eigentlich ausschreiben.
Oh, man weiß nicht, wo man zuerst... Da ist Schlange! Ah, ich habe mich im Tag geirrt. Er ist sogar gerade da. Wie praktisch. So, Durchgang einmal freimachen. Oh, bitte nicht. Oh, ernsthaft? Habe ich irgendwas da, was mir Energie zurückgibt? 2. Minus 1 Leben benutzen. Nein! Es reicht nicht. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ja, es hilft nichts. Wir gehen jetzt nochmal zurück, legen uns mal kurz pennen, leider Gottes. Sprechen dann mit Schlange, wenn der sowieso gerade da ist, was ja praktisch... Ich glaube, der ist aber ab dem Tag immer da nur. Was ist Schlange da? Da wir jetzt ein Leben verloren haben, ist gerade unser Gesundheitsbalken auch, wird auch angezeigt. Aber wir schlafen jetzt. Oh, die Karotten sind fertig. Jetzt geht's Schlag auf Schlag gerade. Aber wir machen erst Schlange, dann später die Karotten. Da er nämlich gerade da ist, das möchte ich eigentlich ausnutzen. So, Pen. Schlaf, mein Freund. Und das reicht mir erstmal. Ich fühle mich so erfrischt. Ich mich leider nicht, aber halt, Eisen, das hat Vorrang vor allem anderen. So, da wir jetzt den Ofen Stufe 2 haben, können wir eigentlich den alten wieder abreißen, da ja wirklich der Ofen Stufe 2 halt wirklich auch besser ist im Schmelzen. Wäre der jetzt nicht viel besser gewesen vom Schmelzen her und allem drum und dran, da hätte ich es so gelassen. Aber das bringt echt mehr, in dem Ofen Stufe 2 zu arbeiten. Das heißt, wenn wir nochmal ein Upgrade zur Stufe 3 kriegen sollten, würde ich den schon Stufe 2 upgraden. Und nicht noch einen dritten Ofen hinbauen. Das wäre sonst Platzverschwendung. Oh nein, er ist weg. Egal. Wir haben den Durchgang ja fertig gebaut. Das heißt, wir kommen jetzt in den Bereich hier rein. Was ist das? Ah. Ah, unser Keller ist das. Ah, hier ist unser Keller. Das heißt, hier können wir auch noch freiräumen. Den hier nehmen wir mal mit. Da ist oft mal ein Eisenstück dabei. Oder eine Blanke ist auch nicht verkehrt. Wo geht's denn hier lang? Oh, okay. Die Luke ist gerade geschlossen. Was für eine Luke? Okay, da geht's noch irgendwo hin. Und wo geht's hier hin? Ah, cool. Ins Dorf. Das ist eine Abkürzung, oder? Dann spare ich mir... Das ist, glaube ich, echt... Das ist ein bisschen kürzer. Das ist viel kürzer, als wenn ich ins Dorf renne. Cool. Also, wir haben eine kleine Abkürzung ins Dorf auch gefunden hier unten. Hier ist ein Tor. Dafür wird der Schlüssel gehören, den wir gekriegt haben. Dieses Gitter ist verschlossen. Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel, um es zu öffnen. Bingo, den Schlüssel haben wir bereits. So, an die Fässer, glaube ich, komme ich nicht... Nee, komme ich nicht dran. Gut. Hier unten müssen wir auch noch überall freiräumen. Das kommt allerdings erst später. Das muss jetzt nicht sofort sein. Erforschen können wir im Moment nichts mehr. Bauen können wir auch nichts mehr. Okay. Wir müssen warten, bis Schlange wieder kommt. Schlange kommt jetzt. Wann ist denn er da? Der Gute. Wo ist er denn? Wo ist die fiese Visage? Da ist er doch. Genau, an dem Tag ist er nur da. Keine Ahnung, wieso er jetzt eigentlich zwischen den beiden Tagen da war. Weshalb auch immer. Aber gut. So, als nächstes bräuchten wir Grabsteine. Und zwar richtig hübsche. Aber wir geben jetzt erstmal dem Esel seine Karotten. Kommen wir da durch? Nein, natürlich nicht. Dann halt außenrum, wenn es denn sein muss. Oh, immer das Gleiche. So. Und dann schauen wir mal, was der Esel mit uns bespricht, wenn wir ihm seine kompletten Karotten geben. Ah, nee. Ah, die sind noch nicht fertig. Die sahen aber... Die sehen fertig aus. Schiss. Schiebung. Okay. Grabstein. Steinerne Umrandung. Hier können wir Reparaturset, Eisenerz, steinerne Grabumrandung, Polierpaste, können wir nichts mit anfangen, Holzkreuze, nein, wenn dann gleich richtige Kreuze, beziehungsweise, nee, naja, okay, 100 Punkte, ja, Steinkreuz wäre geil, wenn wir es hätten, ist leider im Moment nicht möglich, da fehlen uns zu viele Punkte dafür. Dann machen wir auf jeden Fall aber nochmal eine steinerne Umrandung. Kostet uns sowieso extrem viel Energie, die Umrandung. Aber nochmal 2 Stück würde ich auf jeden Fall mitnehmen wollen, damit wir die Gräber nochmal ein bisschen ausschmücken können. Dann brauchen wir hier wieder Metall. Dann brauchen wir auch bald wieder Brennholz. Können wir hier Brennholz herstellen? Nee, oder? Nee, nur Holzplanken. Brennholz leider wirklich nur an dem Hackding. Was schade ist, Brennholz.
So, wird jetzt sowieso nicht ganz reichen, meine Energie. Ja, reicht nicht ganz. Wir legen uns jetzt gleich wieder schlafen. Schade. Okay, ich hoffe, dass die Klamotten... dass die Klamotten... So fängt's an. Dass die Karotten dementsprechend jetzt dann gleich fertig sind. Dass wir die dem Esel geben können. Dann können wir auch gleich ein ordentliches Grab hinbauen. Kriegen unsere Friedhofswertung hoch. Wir müssen ja die Friedhofswertung auf 30 bringen. Und unsere Kirche auf 20 was, glaube ich. Das heißt, wir haben da auch noch ein bisschen was vor. So, gleich mal ein bisschen Energie raushauen. 63 Punkte. Sieht gar nicht so verkehrt aus. 60 Punkte. Ich glaube allerdings, wir kriegen ja weniger rote Punkte raus, wenn wir gleich mehr anfertigen. Jetzt sind sie aber fertig. Ernten, sehr schön. Karotten, wie viel kriegen wir jetzt hier raus? 8 und 4 Karottensamen. Cool. Ah, und jetzt bräuchte man wieder Torf. Ah, das heißt... Mit Torf werden die auf jeden Fall schneller reif. Und ich kriege mehr Samen raus. Kann das sein? Ich glaube, ja. So, einmal herstellen, bitte. So, dann haben wir Karotten. Mehr als genug. Die kommen hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Die Umrandung behalten wir mal. Das heißt, ich kann hier Torf reinhauen. Je mehr Torf ich da reinhaue, desto mehr bekomme ich raus. Da haben wir es auch fertig. Komm, dann gehen wir das ganze Zeug hier schnell nochmal ab. Kann ich hier eigentlich... Nee. Kann ich auch immer nur eins herstellen? Schade. Das hier rein, das, das, das. So, wir haben genug Karotten. Die geben wir jetzt erstmal dem Esel, damit wir eine neue Leiche bekommen, dass wir unseren Friedhof weiter ausstatten können. Und dann haben wir noch 10 Millionen andere Aufgaben zu erledigen. Aber so nach und nach wird das was. So, die sollen hier rein. 10 Stück. Na also, war doch gar nicht so schwierig. Sagst du. Aha, und das ist erst der Anfang. Na toll. So ein... Alter, der lässt sich ganz schön bezahlen. Musst du das unbedingt hier machen? Ja, muss ich. Das ist nicht deine Straße und das ist mein Manifest. Hat er jetzt schon wieder auf die Straße gekackt? Ich dachte erst, dass du ein netter Esel bist. Bin ich auch, nur nicht zu dir. So ein Arsch. Gib mir die Leiche. Ach, Öl will er von uns haben. Genau, Öl für die Räder wollte er auch noch. Das heißt, wir müssen Öl lernen herzustellen. Das wäre das Nächste. Wir brauchen nämlich... Wir brauchen noch Öl. Keramikurne. Öl. Wo kriege ich denn Öl her? Gefertigt an Tisch. Tischstufe 2. Und wo kriege ich den Tisch her? Beistuhl, hölzerner Schrein, Kirchenbank. Wo kriege ich diesen Tisch her? Gefertigt an Tisch. Pritsche. Vorbereitungsplatz. Nee. Boah, wo kriege ich diesen Tisch her? Ah, hier, Tisch. Notizen, Kapitel. Ich brauche den Tisch. Bücher und Schreiben. Freischalten. Den Tisch werde ich höchstwahrscheinlich irgendwo unten in die Kirche reinbauen müssen. Wo kriege ich Öl her? Hier haben wir das hier. Öl. Hier nicht. Abbruch. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Wo kriege ich Öl her? Ich hab's jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt. Wo ist Öl? Boah, Edelsteine. Bist du wahnsinnig? Was da noch alles kommt? Amboss-Stufe 2. Öl. Hier wäre es eigentlich sinnvoll. Öl. Honig. Bienenwachs. Insekten. Bienenzucht. Apfelsaft. Wein. Bärensaft. Da aber auch nicht. Journalist, du bemerkst viele kleine Dinge, aber andere Leute kombinieren und du hast eine Geschichte. Manchmal bekommst du Geschichten von Dialogen. Cool. Geschichten brauche ich, glaube ich, um mir neue Gebete dann auch zu schreiben. Wo krieg ich denn Öl her? Im Moment scheitert es echt am Öl. Kann ich mir das nur kaufen und nicht herstellen? Also ich habe es jetzt nicht gefunden, wo ich Öl herbekomme. Wäre eigentlich sinnvoll, wenn ich das irgendwie pressen könnte. Oh, der Bischof. Oh, wir haben Kirchentag. Wir müssen ganz dringend aufwerten. Wäre eigentlich ganz sinnvoll. Gehen. Nochmal hier Grab aufwerten. Steinerne Umrandung. Wir müssen auf jeden Fall erstmal das Gebet halten.
damit wir wieder ein bisschen was bekommen. Wir erhöhen jetzt mal unseren Friedhof auf jeden Fall erstmal noch. Hier, steinerne Umrandung ran. Wie, das hat nichts gebracht? Ach so, weil die Leiche nur eins hat? Scheiße. Ah, dann hätte ich denken müssen, das funktioniert nicht, wenn die Leiche so geringstufig ist. Wir müssen die exhumieren. Exhumieren kann ich hier kaufen, oder? Boah, bist du wahnsinnig? 1,75? Das ist Wucher. Okay, wir müssen dringend die Leichen rausschmeißen und durch gute Leichen ersetzen. Halt, Gebet habe ich nicht dabei. Wir brauchen das Gebet. Wir müssen auf jeden Fall erstmal jetzt die Predigt dann noch halten. Ihn können wir soweit erstmal nicht glücklich machen. Friedhof Stufe 11 erstmal. Wir brauchen erstmal neue Leichen, beziehungsweise müssen auch noch exhumieren einige. Müssen dann noch die Verbrennung bauen von Leichen. Boah. Er zieht sich. So, hier können wir schon mal Brennholz herstellen. Einmal, zweimal noch auf jeden Fall. Dann brauchen wir den Tisch. Ich glaube allerdings, wir schauen mal, ob wir den hier herstellen können. Ich bin allerdings der Meinung, der muss in den Kirchenkeller hergestellt werden, der Tisch. Habe ich hier das Gebet reingeschmissen? Nee, in der anderen Kiste, glaube ich. Kiste, Amboss, Säge, Holzhackplatz, Kreissäge, Stein, Drehscheibe. Nee, tatsächlich irgendwo unten. Okay, wir halten jetzt erstmal die Predigt. Bevor der Tag rum ist und wir die Predigt nicht mehr halten können, erstmal die Predigt. Dann, an dem Tag werden wir mit Schlango reden. Und wir müssen unsere Friedhof noch aufwerten. Boah. Es ist so komplex. So, Tisch, sehr schön. Balken und Nägel. 8 Balken, 8 Nägel. Ich hoffe, das kann ich mir merken. So, wir brauchen das hier. 8 Balken, 8 Nägel muss ich mitnehmen. Und wir halten einmal die Predigt. Rein hier. Erfolgschance 100%, was soll schief gehen. 4 Glauben kriegen wir im Normalfall. Ich hoffe, dass wir wieder 4 Glauben kriegen. Ich würde gerne ein paar Worte sagen, das sagt er auch immer das Gleiche. Unsere Kirche ist klasse, da kommt immer nur toll zurück. Sehr schön, 2 Glauben und lasst uns beten. Jetzt kommt wieder das Segen. Okay, toll. Und nochmal 2, macht wieder 4 Glauben insgesamt. Eure Spenden sind herzlich willkommen. So, wir kriegen nach wie vor 3... Boah, komm, nicht so geizig. 4, 3, 3, 5. Sehr schön, aber das letzte Mal einer hat sogar 6 gegeben. Wir schauen mal, was rauskommt. Na, ah, 33. Geizhälse. Alles Geizhälse. Okay. 6 Balken und 6 Nägel für den Tisch. Öl werde ich, glaube ich, echt kaufen müssen. Die Frage ist halt, wo ich es herbekomme, aber wahrscheinlich irgendwo in der Stadt. Damit wir erstmal wieder Leichen bekommen. Balken, 6. Da komme ich nicht durch. Hier komme ich durch, oder? Ja, ich muss an die Kreissäge. 6 Balken. Das Geräusch ist auch geil. So, 6 Balken, 6 Nägel. 8 Balken, 8 Nägel waren es. Nicht 6. Können wir gleich nochmal ein paar herstellen. Wenn ich zu viel habe, macht nichts. Werden wir definitiv eh noch brauchen. Und hier nochmal einen Balken, beziehungsweise mehrere Balken. Reicht's? Reicht. Sehr schön. Legen uns einmal kurz schlafen, weil ich weiß nicht, ob der Tisch aufgebaut werden muss. Und wenn ich ihn aufbauen muss, reicht meine Energie leider nicht. Nicht, dass ich hier 10 Millionen Mal hin und her renne. Das wollen wir ja nicht. Zumindest nicht umsonst hin und her renne. So, kurz schlafen reicht allerdings. So, halt. Metall. Oh, und Metall ist auch gleich schon wieder zu Ende. Allerdings, wir können jetzt durch diese 2 Barren, die wir herstellen, kriegen wir doch recht viel raus. Und ich würde auch gerne die Klappe hier unten bauen. Und Leichenverbrennung müsste ich auch mal erlernen, weil dann kann ich die Leichen besser auseinandernehmen und muss sie nicht in den Fluss werfen. Ich weiß nämlich leider nicht, was passiert, wenn ich zu viele Leichen in den Fluss reinwerfe. Ich glaube nicht, dass die recht erfreut sein werden. Jetzt haut ab. Kirche haben wir erstmal so gut ausgebaut, das geht eigentlich. So, Tisch. Tisch. Können wir den drehen? Oh, cool, der geht zu drehen. Geht das? Ich weiß ja nicht, wie viel Platz wir sparen müssen. Ja komm, was soll's, wir bauen den hier hin. Ah, und er muss nicht aufgebaut werden. So, leeres Papier. Ruiniertes Buch und Flusssand. Okay, cool. Notizen. Kapitel. Ach du Scheiße, was ist das? Oh, Schlango ist da. Mit dem reden wir auch gleich. Ach, die Qualität. Ah, okay.
desto besser die Qualität der Notizen, je mehr ich dafür investiere. Okay, habe ich kapiert? Flugblatt brauchen wir. Dazu brauchen wir Stift und Tinte. Und leeres Papier. Okay. Gebet nach Reichtum. 5 Glaube und Kapitel brauchen wir in der normalen Fassung. Das heißt, Kapitel brauchen wir. Notizen 3-mal in normaler Qualität. Stift und Tinte. Ohne Stift und Tinte kommen wir leider nicht weiter. Okay. Gut zu wissen. Bleib, wo du bist. Wer bist du? Ich bin der Friedhofswärter und Prior dieser Kirche. Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Ich habe einen Dolch, keine Skrupel, ihn zu benutzen. Ich auch. Ich habe einen Schädel, der sprechen kann. Den kann ich dir gegen den Schädel werfen. So, versuche ihn zu überzeugen. Bah. 4 Glaube, 5 Glaube, bedrohe ihn. Gib ihm den Schlüssel. Den Schlüssel muss ich aber erst aktivieren. Versuche ihn zu überzeugen. Würde ich gerne machen, brauche ich noch mehr Glauben. Bedrohe ihn. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Eher nicht. Wir haben es ja gesehen. Gehen. Ich würde ihm den Glauben geben wollen. Problem ist nämlich... Ja, wir haben 5. Dann gebe ich ihm jetzt erstmal die 5 Glauben, weil das Bedrohen, ich habe ja das Ganze mit dem Händler schon mal durchgespielt, da habe ich ihn auch doof von der Seite angemacht und dann hat mich das blöde Ding 1 Gold jetzt gekostet, also das war eher schlecht. Ich versuche es mal mit überzeugen. Bedrohen, vielleicht streckt er uns wirklich nieder, da habe ich keinen Bock drauf. So, versuche ihn zu überzeugen. Ich habe kein Problem damit, dass du hier bist. Vielleicht kann ich dir sogar helfen. Du siehst nicht besonders nützlich aus, aber ziemlich harmlos. Hilf mir dabei, dieses Tor zu öffnen. Ich habe diese Anweisung, muss anscheinend einen Schlüssel finden. Meine Dietrich funktionieren hier nicht. Wir haben den Schlüssel. Bring mir den Schlüssel und dann reden wir. Fertige ihn an oder finde ihn, ist mir egal. So. Studiere den Schlüssel und öffne das Metalltor. In Ordnung, ich brauche etwas, das sich hier hinter dieser Tür verbirgt. Ich helfe dir. Hinter dieser Tür, wenn wir uns erinnern, ist das Tagebuch des alten Wärters, der entkommen ist. Nimm diese Anweisung. Sehr schön, wir haben die Anweisung, mit denen wir den Schlüssel jetzt studieren können. Die haben uns ja noch gefehlt. Und zwar, ich zeige das Ganze mal ganz kurz, damit man auch wieder durchsteigt. Und zwar den Schlüssel, wir haben die Anweisung. Wir brauchen 2 Glaube und Wissenschaft und können dann den Schlüssel studieren. Können Schlango oder Schlange dann den Schlüssel geben? Wie heißt denn eigentlich? Schlango oder Schlango? Schlango oder Schlango? Heißt du Schlange oder Schlango? Schlange. Okay, Schlange. Können wir dann den Schlüssel geben? Und dann macht er uns das Tor hier auf. Und was dahinter sich verbirgt, schauen wir mal. Aber wir brauchen das Tagebuch vom alten Wärter, was sich angeblich dahinter verbirgt. So. Zeile können wir herstellen. Brauchen wir aber im Moment nicht. Das nächste, was wir brauchen, wäre Tinte. Und zwar Tinte haben wir hier. Schriftrollen, Regal, Tinte, Tinte. Freischalten. Okay, wo kann ich jetzt Tinte herstellen? Hier? Nee. Schriftrollenregal. Schriftrollenregal. Balken, Eisenstücke, Nägel. Ich habe mir extra einen Notizzettel mal hier hingelegt. Mittlerweile ist er aber gerade wieder weg. So, Balken, Eisenstücke und Nägel. Balken, Eisenstücke und Nägel. Oder kann ich hier Tinte herstellen? Ah, Tinte. Ah, glasförmiges Gefäß, Wasser, schwarze Farbe. Wo kriege ich schwarze Farbe? Und Federn. Wo kriege ich Stift und Tinte? Brauche ich vor allem Tinte. Okay, Wasser, kein Problem. Schwarze Farbe, gefertigt an Alchemie Stufe 1. Ist das eine ist das Alchemie studieren? Nee. Puh, allmächtiger. Wo kriege ich denn einen Alchemietisch her? Arbeitstisch, Alchemietisch brauche ich als nächstes. Tisch. Nee, schon. Hier, Druckerpresse, Druckerpresse. Boah. Wo kriege ich denn einen Alchemietisch her? Ich hätte gerne eine Suchoption hier drin, dass ich sehe, wo ich den Alchemietisch herbekomme. Wo kriege ich denn Arbeitstisch? Tisch. Kirchenarbeitstisch. Wo kriege ich Alchemietisch her? Eisenerzlager.
Werkbank. Boah, Steinschneider. Wo kriege ich einen Alchemietisch hin? Her. Tisch. Stift und Tinte. Wo kriege ich einen Alchemietisch hin? Tinte. Schwarze Farbe. Gefertigt in Alchemietisch. Stufe 1. Ach, ich glaube, den Alchemietisch, den werde ich mir wahrscheinlich genauso wie das Lehmzeug, was ich mir vom Bischof freischalten lassen musste, muss ich mir wahrscheinlich den Alchemietisch von irgendjemand anders freischalten lassen. Wir werden es herausfinden. Ich muss, glaube ich, mal mit allen Leuten reden, die ich so finde, um mir den Alchemietisch freischalten zu können. Grabstätte, Blumenbeete, Kiste. Brauchen wir alles nicht. Gebet. Okay, die Gläser brauche ich hierfür. Den Schlüssel hätte ich gleich unten lassen können eigentlich. Wir packen den mal hier rein. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran. Öl brauchen wir auch. Das heißt, ich muss sowieso mal mit allen Leuten reden. Das heißt, wir werden in dem Dorf das ein oder andere Psychchen abstatten müssen, um Öl zu bekommen. Ach, vielleicht lerne ich Öl auch durch jemand anderen. Das kann natürlich auch sein. Und hier müsste ich auch anbauen. So. Nee. Jo. Zeit und Stufe. Ich glaube, je mehr ich hier reinhaue, desto besser wird das, oder? Könnt ihr mir vorstellen. So. Pflanzen. Ich hätte gerne... Jo. Und... Jo. Und... Sehr schön. Und... Sehr schön. Und... Sehr schön. So, dann haben wir einmal wieder angepflanzt. Hier können wir die nächste Ladung, glaube ich, herstellen, oder? Ja, sehr hübsch. Okay, kriegen wir hier noch irgendwas Sinnvolles raus? Leeres Beet, Kiste, Beet mit Stäben. Ich weiß es nicht, was das bringt. Ich glaube allerdings, wenn wir Trauben beispielsweise gelernt hätten, könnten wir höchstwahrscheinlich damit was anfangen. Im Moment allerdings nicht. So, die können noch hier rein. Als nächstes brauchen wir... Ja, eigentlich Alchemietisch wäre wirklich das Nächste. Damit wir Tinte herstellen können, damit wir ein besseres Gebet herstellen können und so weiter und so fort. Oh, und wir brauchen Brennholz. Und Gläser brauchen wir auch wieder. Gut. Wir haben viel zu tun. Wirklich sehr viel zu tun. Keramik brauchen wir im Moment noch nicht. Meistersammler, du liest in der Tour. Okay, nee, brauchen wir auch noch nicht. Ein Ort, um Leichen zu verbrennen. Das wäre das nächste. Das heißt, wir brauchen Glauben und dann blaue Punkte. Das wäre wirklich das nächste. Leichenverbrennung wäre, glaube ich, echt das nächste. Wir werden jetzt allerdings mal... Boah, die Folge ging jetzt lang. Wir werden die Folge erstmal beenden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir ein Gefällt mir für die Folge da. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert haben solltet. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wir werden jetzt einmal versuchen, ins Dorf zu gehen. Werden dann dementsprechend mit vielen Leuten reden. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.